Nach der Alarmierung eines Schockraums durch die integrierte Leitstelle erfolgt die klinikinterne Alarmierung mittels Funkmelder. Noch vor dem Eintreffen des Patienten formiert sich das gesamte Team aus Anästhesie, Radiologie, Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie. Bei Bedarf können weitere Konsilarii hinzugezogen werden. Wie war denn nochmal das Meldebild? Also es ist wohl eine Fahrradfahrerin im Zustand nach Sturz, Beckentrauma, Trauma der Unternächste. Okay, sind glaube ich alle da, oder? Wollen wir uns kurz einmal sammeln? Genau, also Anästhesie, Gordon. Die Stabilität des Patienten entscheidet über Dringlichkeit der nächsten Schritte. In stabiler Situation erfolgt nach der Ankunft des Patienten im Schockraum zunächst eine Übergabe durch den Notarzt. Neben Identität, Unfallmechanismus, Auffindesituation stellen insbesondere die aktuelle Situation, die erfolgte Behandlung sowie der bisherige Verlauf zentrale Elemente dar. Hallo, ist der Patient stabil? Der Patient ist soweit stabil jetzt. Ich denke, wir können in Ruhe erst die Übergabe machen. Alles klar. Kann ich anfangen? Ja. Also wir bringen eine Patientin, die ist ca. 30 Jahre alt, ist mit hoher Geschwindigkeit vom Fahrrad gestürzt. Schemata wie A, B, C, D, E oder Sampler dienen der Vollständigkeit. Wir haben einen Druckschmerz über dem Becken feststellen können und Verdacht auf eine Femurfraktur auf der linken Seite. Über Vorgang, Allergien wusste man nichts. Gut, ich fasse nochmal zusammen. 30-jährige Patientin, führende Problematik, Beckentraum. Auch Rückfragen durch das Schockraumteam sind ausdrücklich erwünscht. Kurze Rückfrage, wurde ein Helm getragen? Helm hat sie getragen, ja. Anschließend erfolgt die Umlagerung des Patienten. Dann würde ich sagen, lagern wir um. Dazu wird das Rettungsdienstmonitoring und gegebenenfalls die Beatmung zunächst belassen. 1, 2, 3. Das Kommando gibt der Kopf. Gut. Ja. Okay, also wenn es keine Fragen mehr gibt, verabschieden wir uns. Gut, alles klar, vielen Dank. Tschüss. Gut. Die Versorgung des Patienten ist zeitkritisch. Eine Uhr signalisiert nach 5, 10 und 30 Minuten, um ein besseres Zeitmanagement zu ermöglichen. Im Primary Survey hat jede Fachdisziplin ihre eigenen festgelegten Arbeitsabläufe. Maßgebend für den Umfang ist auch hier wieder die Stabilität des Patienten. In der klinischen Situation dürfen die einzelnen Schritte immer auch parallel durchgeführt werden. Also CO2 kommt zurück. Okay, wir haben seitengleiches Atemgeräusch. Sättigung ist bei 100%. Kork ist stabil. Kreislauf ist stabil. Pupillen, seitengleich Isochor. Stabiler Patient. Okay. Abdomen ist weit, unauffällig. Das linke Femur ist instabil, rechts ist stabil. Wenn der Patient insgesamt jetzt kreislaufstabil ist, würden wir die Beckenschlinge aufmachen. Einverstanden? Ja. Ja. Okay, das Becken ist nicht stabil. Das federt. Okay, hält er sich? Blutdruck habe ich gerade nochmal neu gestartet. Okay, ist weiter stabil, dann lassen wir es auf fürs CT. Einverstanden? Ja. Okay, das Bein müssen wir noch in die Schiene legen, bitte, dann würden wir sie noch drehen. Ja? Ja. Wir drehen sie auf rechts, okay? Okay, dann alle in Position. Vorsicht mit dem Bein, das ist instabil. Alle dran. Dann auf 3, auf rechts 1, 2, 3. Okay, Anziehsachen noch raus. Also der Rücken ist unauffällig, keine Stufe, keine Prellmarken oder Hämatome. Okay, dann zurück auf 3, 1, 2, 3. Vorsicht, Vorsicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir kurz 10 vor 10. Also aktuell haben wir... Ziel des Primary Surveys ist die zeitnahe Diagnostik mittels CT eines ausreichend stabilen Patienten. Also gut, dann jetzt alle raus zum CT. Patient ist weiter stabil, Gurte sind gesichert, Patient ist sicher. Dann let's go. Die Selektion der geeigneten Maßnahmen erfolgt interdisziplinär durch die Führungsgruppe Schockraum.
Gut, dann jetzt nochmal Timeout. Was haben wir denn im CT? Also im Kopf haben wir keine intrakranielle Blutung, keine intrakranielle Traumafolge sonstiger Genese. Nach Abschluss der ersten Diagnostik wird interdisziplinär die weitere Therapie festgelegt und priorisiert. Vordere und hintere Beckenringfraktur Typ C mit einer aktiven Blutung aus mutmaßlich aus dem Präsakal. Auch im Secondary Survey hat jede Fachdisziplin ihre festen Aufgaben. Ziel ist die bedarfsgerechte, fokussierte Diagnostik und gegebenenfalls Anlage notwendiger Instrumentierung zur weiteren Patientenstabilisierung. Der Patient ist weiter stabil. Dann machen wir jetzt die Blutentnahme und eine BGA. Ne? Ja. Gut. Okay, das müssen wir versorgen. Das kann man dann ja im OP machen. Die Leistenpulse sind da. Zum Ende der Schockraumversorgung nach maximal 30 Minuten erfolgt eine erneute interdisziplinäre Reevaluation der Situation mit Besprechung der weiteren Patientenversorgung. Was brauchen wir als nächstes? Wie geht's weiter? Also mit der Milzlazeration haben wir eine OP-Indikation, wenn wir einen aktiven Kontrastmittelaustritt haben. Das würden wir die Patientin jetzt explorativ laprotomieren. Okay. Wir haben ebenfalls eine OP-Indikation. Wir müssen das Becken stabilisieren mit Fixateur externe und das Femur. Ebenfalls über Fixateur externe. Ich würde vorschlagen, wir gehen in Saal 4. Die Allgemeinchirurgie beginnt mit der explorativen Laparotomie und wir schließen uns danach an. Okay, dann brauchen wir jetzt einen Transport. Brauchen wir vor dem Transport noch was anderes? Antibiose jetzt schon? Tetanus ist aufgefrischt. Die Halspause können wir abmachen, wenn die HWS frei ist. HWS ist frei. Je nach Therapieindikation erfolgt die Verlegung in den OP auf die Intensivstation oder die IMC-Station oder in die interventionelle Radiologie. Beatmet, aktuell kreislaufstabil. Es geht um die Schockraumpatientin. Wir würden dann mit der runter in Saal 4 kommen. Dann kommen wir raus. Genau, prima. Mm-hmm.